Und wieder da, wieder da, wieder da. Zum nächsten Level, das ich schon gar nicht mehr weiß, aber ich glaube, so ein Zukunfts-Surf-ähnliches gelevelt ist hier. Genau, das wird es gewesen sein. Genau so wird es heißen. Zukunft City, welcome to Zukunft City. Neon Zukunft Knight Rider. Is at home. Nein, wir sind die Neon Knight Riders. Yeah. Die neuen Knight Riders. Denn meines Wissens nach heißt Neon auf ist lateinisch und heißt neu oder so. Ach, da seht ihr wieder mein Allgemeinwissen, das angeblich in der Schule gefördert werden soll, ist aber nicht tot. Wow! Jo, das war dieses Zukunftssurfen, wie ich gemeint habe, außerdem. Und das hasse ich, genauso wie das andere Surflevel. Ich meine, es ist jetzt nicht gerade schwer, aber es ist nicht lustig. Das ist das Problem. Und außerdem ist die Levelumgebung jetzt auch nicht gerade die schönste. Seht ihr mal diese roten Rasterbunden und dann ist es gewollt? Fragezeichen. Boah! Was ich schon gar nicht mehr auf, indem ich dauernd labern soll. Nur wegen euch soll ich dauernd Let's Plays machen und labern dabei. Boah, habt ihr diese 3D-Effekte gesehen? Das gab's damals nur hier. Und in einem Partner. Boah. Boah, verdammt. Mist, ich sollte nicht dauernd dieses Leben einsammeln. Jemand anderes hat sich viel nötiger. Und fliegender Helikoptermensch. Denn das ist die Welt des 21. Jahrhunderts, wie sie sich die Menschen in den 90ern vorgestellt haben. Ja. Fliegende Menschen mit einer MG, mit einer Minigun an Bord, die sie abfeuern auf Arme, mutierte Schildkröten, die durch die Zeit reisen. Und ich glaube wieder nur Blödsinn. Und was ist dieser Boden jetzt echt mal? Was soll das darstellen? Rote Raster? Keine Ahnung. Da hinten. Ja, ich hätte es wahrscheinlich schon verstanden, ja. Ich meine, ihr seid alle Akademiker oder Zukünftiger. Oh mein Gott, es ist Superman! Nein, es ist ein Vogel! Ist das ein Flugzeug? Nein, es ist Bad Superman! Eine Mischung aus Batman und Superman. Ja, es ist mehr als Superman oder Batman. Eine Mischung aus beiden, ich hatte recht. Ich meine, diese Fledermausflügel hier und Supermaniger Anzug, ein bisschen. Au. Das tat mir aber jetzt weh. Hast du denn keine Manieren vor der heutigen Törtelzeit? Alter, wir sind weltberühmt, wir waren sogar mal im 14. Im 14. Der hat gerade sein Herz geschossen. Naja. So. Ja. Er feuert aus seinem Herz Liebesraketen, damit wir sich in uns jetzt ihn verlieben und damit wir nicht mehr schlagen wollen. Das erkläre ich jetzt für euch. Liebe, Liebe, Liebe. Er ist Valentinstag, Mann. Er ist der Engel der Liebe. Keine Ahnung, wie der Typ ist. Hier werdet ihr euch besser auskennen. Wow. Und jetzt gibt es Liebesbomben, oder was? Au, das tut mir was jetzt leid. Aber wir lieben dich immer noch nicht. Du musst uns zuerst Pralinen schenken. Boah. Schnell weg hier. Und schon wieder die Liebesbomben, die direkt aus seinem Magenmund gedöns kommen. Yeah. Ich fühle mich so verliebt. Und ich fühle mich echt krank, genauso wie der Name. Krank. Frank, wahrscheinlich. Oh mein Gott, sein Herz. Es flieht. Es will uns noch mehr Liebe verbreiten. Ey, das ist wirklich 2020. Verdammt, in 10 Jahren sieht die Welt so scheiße aus. Ich muss weg von hier. Bis dann. Bis dann.